Hallo Leute und willkommen zum neuen Video von mir. Heute möchte ich euch nochmal Metal Hellsinger zeigen. Nicht ab jetzt gibt es das Spiel komplett. Ich habe gedacht, ich zeige euch nochmal ein Testvideo mit Maus und Tastatur mit meiner 6800 XT, meine Grafikkarte. Und auch vorab, ich habe was Lustiges bei meinem PC festgestellt. Ich habe ja in dem Kommentar gelesen, dass jemand geschrieben hat, dass ich von der 2700X von dem Weißen wie lieber updaten sollte. Und ja, das Coole ist jetzt, ich glaube, ich muss doch ein Update vollführen. Ich habe jetzt den 5800X gekauft. Ich werde noch ein Video machen, wie man AMD-Prozessoren wechselt. Aber vorab, wie man erkennt, dass sich das Mainboard nicht mit dem CPU verträgt. Ganz kurz auffassen, ich zeige euch mal was Cooles. USB ist ja offen. Ey, OBS ist ja offen, ich filme ja mit dem. Also ich tue ja mit dem Aufnehmen. Es ist gut aufpassen, wenn ich das Minimierte öffne. So, ich glaube, jetzt sollte alles wieder normal sein, oder? Das ist eigentlich echt cool, das zu sehen. Nicht, wenn das minimiert ist, dann funktioniert das anscheinend. Also ich habe ein Mainboard, ein B550F und weißen zweite Generation laufen eigentlich darauf nicht. Aber vorher hatte er keine Probleme, mein 2700X, aber jetzt hat er wohl ein paar Probleme damit. Naja. Aber ist eigentlich schon verblüffend. Ich kann es gern nochmal demonstrieren, ich mach's es nochmal kurz auf. Ich werde dabei irgendwas sagen, ihr werdet dann schon sehen, was dafür Aussetzer sobald man es wieder minimiert, ist alles gut. So, zeige ich euch gleich mal Hellsinger. Man sieht jetzt noch, dass das eingeschaltet ist. Aber meistens, wenn ich es dann starte, dann ist es gleich wieder weg. Die Leistung, wo man die FPS sieht. Aber es läuft echt gut eigentlich. Ich zeig's euch gleich. Ich muss auch ein Update machen zum Handheld, zu meinem Aya Neo. Da läuft Metal Hellsinger auch jetzt verdammt stabil auf mittlerer Einstellung. Also jetzt ist es echt spielbar auf dem Aya Neo. So, jetzt nur kurz warten. Muss gleich öffnen. Also ich sehe jetzt die FPS noch oben rechts. Und ich weiß nicht, ob ihr sie noch sehen könnt dann. Sieht das jetzt aus? Oben hat man die Schwierigkeitsgrade, Lämpchen, Ziegenbock und hier. Und der Unterschied ist, die Gegner sind halt schwächer oder stärker und man hat nicht mehr so viele Versuche, um wiederbelebt zu werden. Hier unten hat man die verschiedenen Höllen. Und jeweils, wenn man eine Hölle schafft, da hat man verschiedene Herausforderungen dann. Das ist Herausforderung, die zwei Stunden.
eigentlich schon ganz gut gemacht. Und nicht wundern, ich habe immer noch kein Taktgefühl. Also ich finde das Spiel echt geil, aber ich kann einfach nicht im Takt schießen, das ist einfach nicht meins. Also ich weiß nicht, ob ihr die FPS jetzt noch sehen könnt oder ob die wieder ausgeblendet sind. Yeah, demons were waiting on us in Yelm, our next port of call, but at least at the start. Ich zeige euch kurz die Einstellungen bei mir. Also auf 2K, 165 Hertz. Also auf Hoch, Ultra, Ultra. 90 FPS haben wir ungefähr. Well, the smart money is probably not on us. But you don't love an underdog.
puking acid or worse. Statues left standing in the cathedral. Also soll erst mal reichen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich wegen Like und ja, wegen Abo freuen. Und ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar da lassen. Also bis dann. Ciao.